Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren und neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Es handelt sich um nichts geringeres als Risen 2 Dark Waters. Und ja, es ist nicht nur von mir ein sehr heiß begehrter und in längst zum Angriff nehmender Titel, da wir schon Risen 1 erfolgreich Let's Played haben, besser gesagt auf Twitch Let's Played haben, was ich jetzt aber nicht machen möchte, also twitchen, da ich aufgrund meines nicht ganz so sagenhaft tollen Internets, das mir da zur Verfügung steht und es nicht besser geht momentan. Es ist ein bisschen laut, ne? Wartet mal kurz. So, ich hoffe, das passt so. Ja, aufgrund meines tollen Internets ist es mir eben nicht möglich, auf 1080p zu streamen. Und ja, deshalb, dieses Spielchen hier ist somit nicht ganz geeignet für das Ganze. Und auch durch die ganzen technischen, technischen Gemeinheiten, Fails, die ich da immer hatte mit dem ganzen Getwitche, möchte ich Twitch-mäßig jetzt mal ein Päuschen machen. So, um mich vor diesen Ärgernissen da ein bisschen zu erholen. Jedenfalls, ja, aber das zudem. Ich möchte schon seit sehr, sehr langer Zeit Let's Playen, Risen 2. Und natürlich auch das 3er wird folgen. Wann kann ich nicht genau sagen, aber wir sind jetzt mal beim 2er. Zu dem Spiel. Ich habe insgesamt, glaube ich, also um die 20 Spielstunden schon gehabt und kenne somit nur einen kleinen Teil des Spiels. Ich habe nur mal quasi reingeschluppert und habe das dann aber links liegen gelassen, weil ich zu dem Zeitpunkt für mich selbst schon entschlossen hatte, Let's Plays zu machen. Und ich wollte dieses Spiel mit euch gemeinsam erkunden, auch wenn es schon etwas älter ist. Macht das nichts, es ist trotzdem eine Perle. Miranda Bytes hat hier wieder ein Meisterwerk vollbracht, wie ist es anders zu erwarten von diesen genialen Leuten. Und ich höre jetzt mal auf zu quatschen und die Musik ist echt laut und deshalb starten wir das Spiel jetzt neu und zwar flottig. So. Jo, mit dem Talent Schlösser knacken und einem Dietrich kannst du verschlossene Truhen und Schlösser öffnen. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht. Von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Ja, schon vom ersten Teil, ne? Schon vom ersten Teil. Was wir gerade so noch verhindern konnten, dass der Feuer-Titan, ne, ausbricht. Hauptquartier der Inquisition. Die letzte Bastion der Menschen in der alten Welt. Prima! Da hat es jemand mit dem Einheizen etwas übertrieben. Ah, was? Bei allem Respekt. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt.
Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Sind das Flöhe, die da rumhüpfen? Ja, ja. Ja, der leicht verstimmte Kerl hier ist ein Altbekannter von uns. Man glaubt es nicht, wie schön hier alles modelliert ist mittlerweile, ne? Wenn man jetzt das mit Risen 1 vergleicht, wo noch nicht wahrscheinlich so viel möglich war auch. Aber schaut's mal, erkennt sie diesen Kerl? Wer hier quasi vor uns steht? Man kann es fast nicht glauben, das ist tatsächlich der Held vom ersten Teil. Und er hat Haare auf dem Schädel. Wahnsinn, er hat Haare auf dem Schädel. Und ganz ehrlich, diese Augenklappe, ne? Die steht ihm doch sehr gut, dem Kerl. Aber er hat ein Alkoholproblem. Definitiv irgendwie... Entweder hat er Liebeskummer oder er steht auf Flohzucht, weil da unten sind definitiv Flöhe oder Fliegen oder irgend sowas. Ja. Eine echte Männerbude. Bitte was? Nein, ich habe schon Männerhaushalte gesehen, ganz ehrlich. Die wissen was von Ordnung. Da können wir Frauen zum Teil noch, auch wenn es sich unglaubwürdig anhört, aber da können wir sogar noch was lernen. Sicher, das Hühnchen nehmen wir doch gleich mit, oder? Ist nur leicht angeschimmelt, aber sonst ist alles gut und kalt. Ja, gut. Eine kleine Ankündigung muss ich noch schnell machen. Das betrifft hoffentlich nur heute in meiner heutigen Aufnahmesession. Es könnte sein, dass in den nächsten Parts, die da kommen, vielleicht im ersten, zweiten nicht unbedingt, aber vielleicht im dritten, vierten, dass hier Turbulenzen auftreten können. Nicht nur im Spiel, sondern auch hier im Hintergrund bei mir. Ja, unsere Heizung ist leider, die verweigert hier und da ihren Dienst. Wir hatten schon Leute hier, die dafür zuständig sind, die kommen nicht dahinter, was die Heizung hat. Ich nehme an, sie hat ihre Tage, genau im Winter, wie es sein soll. Und jetzt haben wir hier einen Heizstrahler, ne? Dieser Heizstrahler soll so ziemlich, sagen wir mal, die Hälfte des Hauses beheizen. Er ist ganz leise, man hört ihn nicht, er ist gerade eingeschalten, aber ich muss leider die Tür offen stehen lassen. Und da kann es eben sein, dass man die eine oder andere Tür scheppern hört oder mal Töpfe und Pfannen, da jetzt bald gekocht wird dann in ein paar Stunden. Zum Vorwarnen. Wenn es zu laut wird, werde ich die Aufnahmesession abbrechen. Und ich werde an einem anderen Tag weitermachen. So, wenn es ruhig ist. Wir machen mal die Kiste auf. Da, 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 da. 400 Gold. Bitte, das nehmen wir gern mit. Schönes Inventar, ne? Für, also Loot-Dings hier. Das schaut ja toll aus. Verstauen. Ja, ihr merkt schon, es ist etwas anders als beim 1er Teil. Etwas ist vielleicht untertrieben. Ich habe mich am Anfang auch etwas schwer getan, hier alles zu finden, aber es ist halt mal ein bisschen mehr sortiert. Na, plündern ist klar, was in der Kiste ist, alles nehmen, wandert hier ins verstaute Menü. Die Ausrüstung ist diesmal extra, also finde ich echt super. Rechte Hand, linke Hand, Kopf, Körper, Beine, Füße, Ohrringe, ja, darf Ohrringe tragen, Amulett und Ring. Benutzbares ist eben Essen, Trinken, Tränke, solche Geschichten. Blunter sind zum Beispiel Kugel für unsere Pistole, also da kommt der ganze Ramsch rein und alles zusammen ist halt, ja, alles, was wir momentan besitzen tun. So, das zu dem. So, wie komme ich da jetzt wieder weg? Ich habe eigentlich alles genommen, tut. Ah, so. Ich habe nur aus Versehen nochmal auf die Kiste geklickt, weil ich schlau bin. Jo. So, ich stecke gerade fest. So, also ein dicker Goldbeutel, denn 100 Goldmünzen, ja. Offiziersschwert, nehmen wir auch gerne mit. Die Äpfel sowieso. Ein Grog, ja, den brauchen wir. Das ist, Alkohol ist mittlerweile sein Antrieb, ja, sein Benzin. Inventar öffnen mit I. Jawohl. Nochmal zu dem, weil wir hier ein kleines Tutorial quasi haben. Also wir besitzen, na, hier sieht man alles, die Sachen. Wir haben 500 Goldmünzen, wie schön, hier ist unser Leben scheinbar.
Und hier eine Tastatur, Belegung, eine kurze für Tränke und solches Zeug, ne? Denke ich mal. Benutzbares, da werde ich gleich mal den Proviant. Ich werde ihn wieder auf 8 tun, wie wir es bei Fallout hatten. Charakter können wir uns anschauen. Hier zum Skillen unserer Fähigkeiten, das Inventar, noch einmal die Seekarte, wo wir uns denn gerade befinden. Die Welt ist nämlich ganz schön groß. Ein Logbuch ist auch nicht schlecht. Eben unser Questgeschichtel, wie es hier schon steht. Laufende Quests, trifft den Kommandanten. Trifft den Kommandanten. Kommandant Carlos will mich sprechen. Na, nicht der, doch tatsächlich der Carlos. Er wartet auf dem Turm. Dann haben wir die Piratenkluft. Ich habe aus Faranga einen Satz alter Piratenklamotten mitgebracht. Aber solange ich zur Inquisition gehöre, kann ich sie wohl nicht tragen. Tja, vielleicht werde ich ja doch nochmal Pirat. Das kann man ja gar nicht wissen, ne? Alle Quests natürlich und Charakter. Klingenlehrer und so weiter. Alle Nahkampflehrer. So, Feuerwaffen. So, da-da-dam. Händler wird dann hier alles aufgelistet. Dann Talente, ne? Also wie gesagt, da so. Können wir dann alles schön skillen und lernen. Fähigkeiten, die Crew. Wer gehört alles zu uns? Und Sammlung. Legendärer Gegenstände. Du hast diesen legendären Gegenstand noch nicht gefunden, was du nicht sagst. Aber ja. So, mit der Tab-Taste können wir quasi auch ein bisschen hin und her switchen, wem die Maus zu dämlich ist. Und da oben ist so ein kleines verstecktes Kreuz. Draufdrücken und wir sind wieder im Spiel. So, Logbuch mit L. Genau, natürlich auch mit den Tasten kann man das Ganze öffnen. Noch eine Taste? Nein. Was wollte ich noch sagen? Wie gehabt ist es bei den Piranha-Bytes-Spielen so bei mir im Let's Play. Die männlichen Helden sind alle irgendwann einmal in ihrem Leben auf den Kopf gefallen. Bei Gothic 1 haben wir das sogar miterlebt. Jawohl. Haben wir das sogar erlebt, wie es ihn auf den Kopf gehaut hat. Und seitdem hören sie, das voraussichtlich nur in diesem Let's Play hier, eine weibliche Stimme im Kopf. Und das bin ich. So, Spielstand wurde erstellt. Das ist ja auch fein. Das heißt, da tut automatisch speichern du. So. Ich würde gerne, liebend gerne Sachen mitnehmen. Also. Psst, komm mal her. Servus, Lago. Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Ja? Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Wartet mal ganz kurz. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Klingt einleuchtend. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Und da haben wir schon den Haken an der ganzen Sache. Die Geschichten sind wahnsinnig teuer. Da sitzt schon, ne? 500 Gold für Gerissenheit 1. Ne? Wofür brauche ich ein... Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Nö. Sagte der Mann hinter Gittern. Punkt für dich. Ne? Geh ja? noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Tagarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Sehr freundlich. Sie bringen dich nach Tagarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört?
Ich habe gesoffen den ganzen Tag bis jetzt immer, also ja. Wofür haben sie dich eingelocht? Wofür haben sie dich eingelocht? Ich habe mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich... Nur umsehen, ja, schon klar. Genau! Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Ja, es ist logisch, ne? Steuerung links, schleichen. Okay, probieren wir einfach mal, ne? Und geht schon. Wir schleichen schon dahin. Sehr gut. Wenn wir sie nochmal drücken, die Taste, dann können wir wieder normal gehen. Sehr schön. Übrigens, mir gefallen die Outfits hier sehr gut. Und, Maki-Beere. Ja, die nehmen wir gerne mit. Das ist unser Proviant. Es gibt nur mehr Proviant übrigens. Also alles Essbare, was wir finden, kann ich euch gleich zeigen, wandert als Proviant hier in diese Abteilung da. Also Proviant. Essen ist Essen. Punkt. So. Piraten Deutsch. So. Ja, so schaut's aus. Genau. Das Kreuzelchen. So, ich will immer mit Tab weg. Entschuldigung. Bin noch Fallout geschädigt. So. Gut, das zu dem. Ich glaube, trinken ist, glaube ich, darf man das noch? Das habe ich jetzt momentan vergessen, wenn wir schon wieder drauf kommen. Hier unten müssen wir jetzt eigentlich fertig sein, ne? Mit den Proviant-Ressourcen müssen. Ich sehr sparsam sein. Wirklich sehr, sehr sparsam sein. Was haben wir denn da? Ist da hinten nicht der Geldbeutel? Voll hin. Ja, damit. 50 Goldmünzen. Sauber. Also ihr seht schon, es lohnt sich hier mal sich umzuschauen und ihr habt schon gemerkt, es ist alles verdammt teuer. Wie habe ich das gemacht? Mit der Wolle? Nach vor? Wie bin ich das angegangen? Ich habe keine Ahnung. Springen, natürlich die Leertaste, ganz klar. Der Klassiker quasi. So. Nein, das ist keine Regentonne. Okay. Juan. Gerade nicht. Jawohl. Und Lagerraum. Das ist wahrscheinlich der da unten, ne? Das da. Das ist echt der Carlos. Ha! Wer hätte das gedacht, oder? Servus! Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Schaut doch nicht fertig aus, ha? Oh, was haben wir denn da? Es geht los. Ein Kraken! Armen Teufel auf dem Schiff. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Super. Aber er hat leider recht. Wir können nicht unsere Schiffe hier verpulvern. Für nichts und wieder nichts quasi. Wir hoffen mal, dass es jemand überlebt hat. So, und ich möchte gerne in das Lager rein. Ehrlich gesagt, sehr, sehr gerne. Der steht hier jetzt Wache, ne? Und? Oh. Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Du willst doch nicht ohne Waffe zum Strand gehen? Bei allem, was da in letzter Zeit so aus dem Meer gekrochen kommt. Jawohl. Ohne Waffe, ja. Wie immer, das ist nur ein Gefängnis hier, ne, eigentlich. Ein schönes Gefängnis zwar. Hier, da geht's, da darf man nicht. Ach so, zweimal die
Aha, zweimal W drücken, dann rollen wir. Ah, das ist auch super. Schön, okay, weiß ich das auch. Ha. So, Waffe. Genau, ausrüsten wäre sie nicht schlecht, ne? Rechte Hand und linke Hand. So, also Ausrüstung drücken, rechte Hand anklicken und dann haben wir hier unser Waffenarsenal, nämlich das Offiziersschwert. Was kann es denn? Es macht zwischen 20 und 40 Schaden. Talent Stichwaffen. Stichwaffen plus 10. Goldwert 100. Das Standardschwert eines Offiziers. Aktuell angelegt Offiziersschwert. So, sieht man da unten. Ne, hier da oben die Beschreibung zu den einzelnen Gegenständen und darunter aktuell angelegt, was wir eben anhaben tun. So. Linke Hand, da hätten wir eine hübsche Pistole, Schaden 65, Talent Pistole, Reichweite 8 Schritte, Nachladezeit 20 Sekunden, Pistole plus 15, Goldwert 270. Diese kleine Pistole wird gerne von Offizieren getragen. Aktuell haben wir nichts, aber jetzt haben wir sie ausgerüstet. So, dann der Kopf, ein Piratenhut. Nein, ich bin noch kein Pirat. Ja, Entschuldigung, das ist ein DLC-Geschichtel übrigens. Diese Piratenrüstung ist, ja, quasi jetzt da bei uns mit dabei. Ring des Meisterschülers. Ruhmbonus plus 5%. Unverkäuflich. Mit diesem Ring am Finger erhält der Träger zusätzlich 5% Ruhm. Nehmen wir doch gerne mit. Nicht Ruhm zum Saufen, sondern Ruhm. Ruhm und Ehre. Ja. So schaut's aus. Gut, dann verlassen wir das Menüchen hier. Mal, ich will da rein, ey. Ich will da rein, wie das Logo da herrscht. Hilft mir auf das Schleichen nichts. Naja, aber jetzt darf ich raus, Schnucki. Ich hab ne Waffe, stell dir vor. Ich hab ne Waffe. Gut, ich öffne das Tor. Pass bloß auf da unten. Ja, wir werden sterben. Das ist das ist ganz klar. So, wie schaut's denn mit Speichern aus? Spielstand laden, Spielstand speichern. Wir dürfen jederzeit speichern. Ist das nicht herrlich? So, ich muss nur mal schauen. Wie darf ich denn hier den Text schreiben? Darf ich was schreiben? Oder ist das eher nicht gewünscht? Ah, jetzt darf ich. Spielstand 1. Ja, das ist schon. Der kennt mich schon. Der weiß schon, wie ich es gern habe. Gerne. Mach mal so, prima. Also jederzeit speichern möglich, das ist immer fein, das ist immer schön. Und für einen Schussel, wie ich es bin, gibt es sogar den automatischen Speichervorgang. Das ist schön. Ist vielleicht aber gar nicht mal so schlau, weil mir die Speicherplätze zugefüllt werden. Aber ist mir wurscht. So. Ist hier unten vielleicht der Lagerraum? Das könnte noch sein. Was haben wir denn da? Darf ich auch nicht rein? So ein Käse. Ich hatte echt gehofft, dass es hier irgendwie ein Lagerräumchen gibt, ne? Von dem der eine Kerl halt zumindest gesprochen hatte. Wahrscheinlich bin ich einfach vorbeigelaufen, so wie es ausschaut. Eine Ratte. Entschuldige, Ratte. So, wie gehe ich jetzt in den Angriff über? Also mit den Mausdingens geht schon mal nicht. Ducken, schleichen. Mit E, mit R, mit F. Nur ducken. Na, das ist auch Blödsinn. Einen Moment. Entschuldigung, musste ich mal kurz hüstelchen. Na nö. Ah, natürlich. Wie geht das mit dem Mausrad? Einfach Mausrad drücken und dann ist gut. Parieren tut man mit der rechten Maustaste, angreifen mit der linken. Ah ja. Es tut mir leid, Ratte. Du gibst leider Ruhm. So. Kombo-Angriff. Dreimal drücken. Aha. Und dann sind wir auch schon fertig. Mausrad wieder drücken und er steckt die Waffe weg. Die Ratte hat leider nichts für uns, aber dafür 21 Ruhm und Ehre. Schön. Nur Ruhm, ich weiß. Aber Ruhm und Ehre hört sich super an. Wenn man das so sagt. So. Okay. Es schifft natürlich wieder Vollgas aus allen Wolken, aus allen Kübeln. Wie angenehm. Jo, jetzt ist die Frage, sollen wir uns schon trauen, hierher zu gehen? Questerfolg, Strand gefunden, 52 Ruhm. Sehr gut. Den Ring gebe ich nicht mehr her.
Was haben wir denn da? Fackel, Proviant und Kugeln. Wir nehmen alles mit und bedanken uns. So, ein Seestern, ein hübscher. Gibt es hier wieder Muscheln für uns zum Aufmachen? Holzscheit. Boah, wie schaut's denn hier aus, ne? Krass. Schaut so aus, als hätte der Feuertitan doch noch seine Möglichkeit gehabt, hier zu wüten. Was nicht sehr tolle ist. Lalala. Alle Muscheln bitte Hände hoch. Wenn es sowas noch gibt. Ich hab's komplett vergessen. Es ist echt schon. Es ist wirklich eine. Ja, da ist glaube ich eine, oder? Achso, na, die ist noch hier hingemalt quasi. Aber hier haben wir einen Pilz, der auch nichts bringt. Okay. Was wollte ich sagen? Es ist wirklich schon eine Weile her, dass ich das erste Mal angezockt habe. Oh. Na, wen haben wir denn da? Alter, Alter! Okay. Na, komm. Kann man nicht irgendwie spinken? Nur so, ne? Ein Sandteufel. Pistole abfeuern mit E. Daneben. Würdest du was? Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf das keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart? Du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hat noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Ei. Darum hat er so gesoffen. Er hatte Liebeskummer. Ja, die Betty vom Einser, alter Schwede, die hat sich auch gemausert. Fesch. Rausgeputzt. Jetzt schaut sie auch wirklich aus wie eine Piratentochter, oder? Ach, welch hübsches Gespann, oder? Ich finde das toll. Ich finde das einfach toll. Ich finde das auch toll, dass da dabei steht, leer. Kiste leer, das ist so cool. Ich brauche nicht mehr reinschauen ein zweites Mal. Weil eh schon da steht, dass wir alles stibitzt haben. Ja, es ist Tag, ne? Jetzt sollte irgendwo... sollte hier das Lager offen stehen. Es steht überhaupt alles offen. Hier ist was offen. Da herüben ist was offen, ne? Geht es hier ins Lager rein? Nicht so wirklich, oder? Jetzt könnte es halt auch sein... Warte, da gehe ich noch nicht rein, weil dann geht's weiter. Eine Ratte! Halt, tut mir leid, Ratte. Ich mag eigentlich Ratten. Ich mag Mäuse. Ich habe sogar 3 Farbmausdamen daheim. Und ja, ich mag die eigentlich. Aber hier im Spiel darf ich darüber nicht nachdenken. Die geben hier halt Erfahrungspunkte. Ist das da unten jetzt ein Lager? Ich hoffe doch. Lagerverwalter. Gestern Nacht hat's wieder ein Schiff erwischt. Diesmal direkt vor der Festung.
Jo. Ich weiß, ich war auf dem Turm. Du hast es gesehen? Ich hab's nur von der Schiffsbesatzung gehört. Es gab nur eine Überlebende. Und der Rest von den armen Teufeln liegt am Grund des Meeres. Naja, könnte sein, dass die Flut noch was an den Strand gespült hat. Wir können jedes bisschen Ausrüstung und Proviant gebrauchen. Das muss ich dir ja nicht sagen. Sieh dich doch mal am Strand um. Vielleicht findest du was Brauchbares. Okay. Raus hier! Ah, verstehe. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ja, ja. Geht das mit dem Schleichen? Mhm. Klappt. Okay. Ich glaube, das ist speicherungswürdig, weil... Weißt was? Wir machen unser Speicherritual von Final Fantasy 9. Also, speichern. Siehst du, ne? Das Automatische, der macht immer alles extra, ne? Er legt das nicht mehr auf 1 drauf. Das könnte eventuell... blöd werden. Ich speichere einfach mal hier. Ja. So. Und werde dann versuchen, dieses automatische Speichern auszuschalten. Vielleicht klappt das ja. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Ich hoffe auch von ganzem Herzen, dass euch dieses Projekt gefallen tut. Mir auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein großer Piranha-Fan und ja, wer meine Gothic-Geschichte kennt, weiß, dass ich auch ordentlich Geld habe liegen lassen, um diese Spiele zocken zu können. Und ja, ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt. Ihr wisst das bestimmt schon, ihr kennt das Spiel wahrscheinlich schon länger als ich, aber ja, ich bin gespannt, auf alle Fälle. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder. Wir hören uns somit beim nächsten Mal. Tschüssi!